geht ab, meine Freunde, willkommen zum neuen Video hier auf meinem Kanal. Einfach das zweite Video schon diese Woche. Wir haben es extrem eilig, denn wir müssen Mara abholen. Heute geht's zum Spiel Bayern München gegen Salzburg. Das Rückspiel, das Hinspiel ging ja 1:1 aus. Deswegen lasst uns keine Zeit gewinnen und sofort losfahren. Na, wie war Bio? Bio? So, wir sind angekommen. Wir machen jetzt noch kurz mein TikTok-Video hier in so einer Seitenstraße, gehen dann noch in die Innenstadt. Wir haben nämlich übel Hunger, wollen noch was snacken. Für was willst du essen? Pizza, Pasta. Pizza, Pasta. Wir haben jetzt 16.16 Uhr. Wir haben noch 5 Stunden Zeit bis Anpfiff. Und Moritz müssen wir ja noch suchen. Der hat nämlich die andere Karte für uns. Snacken hier noch schnell eine Pizza. Ich habe Salami. Er hat Thunfisch. Lass dir schmecken, Digga. Hier wird natürlich brüderlich geteilt. Die Vitamine gehen wieder weg, gell? Ja, ja, ja. Pizza war nice, bisschen dünn, aber hat geschmeckt. Was ist eigentlich dein Tipp fürs Spiel? Oh, 3-1 Bayern. Wer macht die Tore? Das weiß ich noch nicht. Das Ding ist, wenn ich mit ihm im Stadion war, wir waren ja 2019, also ich war bei richtig vielen Spielen, bei 2019, 2020 waren wir bei jedem Champions League Heimspiel. Und immer wenn wir waren, Lewandowski hat immer getroffen. Es gab erst ein Spiel, wenn ich in München war, wo Lewandowski nicht getroffen hat. Und das sind jetzt bestimmt 30, 40 Spiele. Und jetzt bin ich mal gespannt, ob der heute mal wieder eine Bude macht, der Kerle. Ja, ja, muss. Muss. Trifft. Wir fahren jetzt auf jeden Fall los zum Stadion. Es ist arschkalt. Deswegen habe ich mir hier so ein Sitzkissen gekauft. So, jetzt gehen wir nur zum Stadion, gell? Haben wir noch ein Sitzkissen gekauft. Durch dem Sitzkissen saß der Opa schon damals. Und der Vater vom Uli, gell? Genau. Komm, geh mal weg hier. Bitte keine Kamera. Keine Kamera. Hey, wir haben alles dabei, die Karten, Sitzkissen und was auch nicht fehlen darf beim Stadionbesuch. Spaß und gute Laune. Super. Ich habe das gehasst, früher auf den Einladungskarten von so Geburtstagen immer. Das musst du mitbringen. Spaß und gute Laune. Wir treffen Moritz wieder, der beim letzten Spiel bei Salzburg Bayern schon dabei war. Der hat noch eine Karte für uns geordert. Deswegen kann Michel mitkommen. Michel kann mit Moritz ein bisschen sich warm kuscheln. Nee, weil ich habe einen Platz auf der Osttribüne. Von dort aus kann ich das Ganze ein bisschen besser filmen. Ich glaube, ich sehe wieder aus wie ein Bast. Und die sitzen auf der Süd hinterm Südtor. Als wäre die Maskenpflicht erst seit gestern. Ich habe meine scheiß Maske im Auto vergessen. Wir sind jetzt bestimmt schon 10 Minuten weitergelaufen. Es ist eisig kalt, meine Freunde. Ich habe auch letztens den Zug verpasst. Weißt du, wie unangenehm das war? Ich kam an die Bahn, drücke auf den Knopf, die Tür geht auf. Ich fasse mir so einen Arsch. Maske unterwegs verloren. Musst du einfach wieder weglaufen. Hey, was geht? Grüß dich. Ja, was geht? Wem jetzt hier? Servus. Servus. Was ist dein Tipp? 3-1. Für Bayern? Ja, ja. Ich sag mal auf ganz, wie nennt man das? Ne? Rasanter Basis. Genau. Auf ganz rasanter Basis, so wollte ich es eigentlich auf gar keinen Fall sagen. Ich sag 5-1 Bayern. Kann man nachschauen. So, wir sind drin. Das ist der Platz für heute. Also es ist schon, es ist auf jeden Fall eine chillige Aussicht, guter Blick auf beide Tore. Salzburger sind schon da, Mann, es ist warm. Und alter Schwede, das Sitzkissen, das hält so warm, beste Investition. Habe mir noch ein paar Handschuhe gezogen. Musiala, bester Mann, Gott sei Dank spielt er von Anfang an. Heute mit Dreierkette. Ja, Papa, immer schön Freude machen, sehr gut. Sieht so aus, als wären die Schiedsrichter französisch heute. Vorhin haben wir noch einen Zuschauer getroffen für Salzburg. Hi, was ist dein Tipp? Leider 2-1 Bayern, aber ich bin für Salzburg. Okay, guter Tipp. Sehen wir so. Hey, was wird das denn jetzt? Alter, was ein Anfang! Alter, was ist hier los? Das Spiel ist keine 3 Minuten alt, 2 Großchancen auf beiden Seiten. Alter, Riesenfehler von Hernandez. Oh mein Gott, ey. Boah, Leute, ich habe es am Anfang vom Vlog noch gesagt, wenn ich im Stadion Lewandowski-Tor zu 100%. Es gab erst ein Spiel, wo er nicht getroffen hat. Oh, perfekt, 100% wahrscheinlich. Ja.
Okay, stark, 12. Minute, 1-0 Lewandowski. Eckball? War der Neuer noch dran, oder was? Ja, schon wieder Elfer. Schon wieder Elfmeter. Die ganzen Fotografen kommen hier runtergerannt, weil sie wissen, dass beim Treffer Lewandowski in der Ecke jubeln wird. Boah, macht er den zweiten? Ja! Da trollt einfach die Fotografen, rennt in die andere Ecke. Leute, ohne Scheiße, was ist hier los bitte? Wie krank ist das? Ja! Sehr nice, sehr nice. Und ich dachte noch 5-1 wäre richtig optimistisch, der Tipp. Ich feier Prinz Arzt jetzt irgendwie mit seinem Bandana. So ein geiler Typ, ey. Coman heute wieder bockstark. Leute, kurz vor der Halbzeit 4-0. Salzburg feiert, meine Freunde. Alter Schwede, wer war das? Papa? Jawohl. Eine Minute. Halbzeit, Freunde, 4-0. Jetzt erstmal was snacken, gleich. Oh! Müller, Alter, du Maschine! Hernandez gewalt für Upamecano. Gegentor vorprogrammiert. Ja, einfach das Gegentor eingewechselt. So geil, der Typ mit der Lederhose geht und der Salzburger hinter mir, ja, der Erfolgsfan geht, weil er ein Gegentor gekriegt hat. Scheiße, mein Tipp kaputt. Müller, 6-1. Sané mit dem 7-1. Alter Schwede. Jawohl, fertig, Freunde. 7-1. Junge. 7-1. Ein fucking 7-1. Was war das für ein Spiel? Und ich sag noch, 5-1. Junge, Junge. Es ist so kalt. Aber es war ein... Oh, ich kann nicht reden. Meine ganzen Backen sind eingefroren. Nee, es ist zu kalt, ohne Spaß. Nicht normal. Es war ein geisteskrank geiles Spiel, Leute, ich sag's euch. An der Stelle nochmal ein F in die Kommentare. Ich wäre jetzt eigentlich direkt nach Madrid geflogen. Zum Spiel gegen Paris. An der Stelle muss ich mir nochmal merken, dass der Februar nur 28 Tage hat und nicht 30. Dann hätte ich jetzt nämlich ein Ticket. Für uns geht's jetzt dann direkt zurück nach Freiburg. Ja, mal gucken, vielleicht bei McDonald's anhalten, noch einen kleinen Snack reinpfeifen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß an dem Vlog. Ich hoffe, ihr hattet Spaß an dem Spiel. F an die Salzburg-Fans, aber korrekt, dass ihr wirklich das ganze Spiel lang durchgefeiert habt. Das war echt mega. Findest du Man of the Match, Levi? Also ich denke sowieso, dass das wurde. Wie auch immer, ich wünsche euch eine schöne Woche. Bis zum nächsten Video, Leute. Lasst gerne einen Daumen nach oben da, geh und ein Abonnement, das ist gratis. Gibst du dem Video ein Like, oder? Ich gebe ihm ein Like. Das kam so random. Okay, Leute, haut rein. Bis zum nächsten Video. Hat Bock gemacht. Wir sehen uns.